Hallo zusammen und willkommen auf Football Therapist, wo wir heute meine Serie über die besten Akademien der Welt fortsetzen. Denn nachdem wir über die Methodik der Akademie von Red Bull Salzburg gesprochen haben, reisen wir heute nach Kroatien, einem Land mit nur 4 Millionen Einwohnern, das dennoch von Generation zu Generation hervorragende Fußballspieler ausbildet. Aber obwohl die Kroaten mit dem Ball so talentiert sind, dass sie sogar als die Brasilianer Europas bezeichnet werden, hat das Land vor allem das Glück, eine der besten Akademien der Welt zu haben, nämlich die von Dinamo Zagreb. Dinamo ist ein historischer Club dieser Hauptstadt und eine Fabrik, die Spieler für die Nationalmannschaft produziert, wie zum Beispiel das aktuelle Nationalmittelfeld-Spieler-Trio mit Brozovic, Kovacic und Modric. Drei der größten Namen auf der Liste ihrer ehemaligen Schüler, die ihr in der Description durch zwei Artikeln finden könnt. Wie arbeitet man aber bei diesem Nachwuchsleistungszentrum? Die erste Talentaufnahme findet schon sehr früh statt, da die U7 die erste Kategorie des Vereins bilden. Turniere in der Metropolregion Zagreb organisiert, einem sehr günstigen geografischen Gebiet, in dem eben ein Viertel der nationalen Bevölkerung wohnt. Der Erfolg der Akademie liegt jedoch in der Methodik begründet, denn der Verein achtet auf jedes Detail. Zunächst eben bei der Talentaufnahme, bei der die Scouts darauf achten, dass nicht nur vor allem Spieler eingestellt werden, die Anfang des Jahres geboren wurden. Ein Problem, das im Jugendfußball leider immer wieder auftritt. Was mich jedoch immer wieder erstaunt, ist die Tatsache, dass das Ausbildungsprogramm Entwicklungsprogramm von Dinamo Zagreb eine echte Organisation der verschiedenen Lehrinhalte ist, die bereits in den jüngsten Altersklassen beginnt. Von den U-Art bis zu den U11 werden ca. 105 verschiedene technische Elemente trainiert, und zwar schrittweise, da die Trainer jede Saison 20, 30 neue Elemente dazu hinzufügen. Bevor ich ausführlich auf diese technischen Elemente und die Trainingseinheiten für die verschiedenen Altersgruppen eingehe, muss man zuerst wissen, dass diese Planung auf wissenschaftlichen Studien beruht, wie ehemaliger Direktor der Akademie Romeo Jozak in mehreren YouTube-Videos detailliert hat, die ihr in meinen Quellen in der Description finden könnt. Das Ausbildungsprogramm von Dinamo zu verstehen, muss ich aber die verschiedenen Gründe für seine Organisation zusammenfassen, wobei Romeo Jozak vor allem einen Punkt hervorhebt. Die Entscheidungsfindung sollte nicht zu früh übertrainiert werden, insbesondere nicht vor dem Alter von 11 Jahren, da vor diesem Alter das periphere Sehen noch nicht vollständig entwickelt ist und die Kinder einen sogenannten Tunnelblick haben. Es ist also schwierig, auf dem Spielfeld die richtige Entscheidung zu treffen, wenn man nur die Gegner und die Mitspieler vor sich sieht. Aber das ist noch nicht alles, denn in diesem Alter muss die Technik in der Regel noch entwickelt werden, und Spielen ist eben nicht der schnellste Weg, um sie zu verbessern. Warum ist das so? Weil die Wissenschaft herausgefunden hat, dass es besser ist, wenn man sich eine bestimmte Bewegung am besten merken kann, hier den Ball auf eine bestimmte Art und Weise zu berühren, wenn man nicht gestört wird, was gegen Gegenspieler oder ein Zeitlimit ständig der Fall ist. Je instabiler die Umgebung ist, desto instabiler ist die Erinnerung an die Geste. Deshalb ist es idealerweise besser, zunächst so lange wie nötig isoliert an der Technik zu arbeiten, bevor man Spiele bestreitet, in denen man eigentlich nur unterbewusst die gespeicherten Bewegungen an die verschiedenen Spielsituationen anpasst. Zu diesem Thema sagt Romeo Jozak, dass viele Fußballinstitutionen viel Rückstand haben im Vergleich zu den anderen Sportarten wie Tennis, Basketball oder Eishockey.
Eine Sportart, in der zum Beispiel Kanada herausragend ist und empfiehlt gerade deshalb ein ideales Umfeld für das Erlernen der Technik bei Jugendlichen zu schaffen, indem man unter anderem versucht, die jungen Spieler zu stabilisieren, damit sie sich ausschließlich auf die Bewegung konzentrieren können. Aber besteht das Jugendtraining von Dinamo Zagreb nur aus sogenannten Einschleifübungen? Gar nicht. So sieht zum Beispiel eine Trainingseinheit bei der U9 aus. Zuerst gibt es Spiele mit oder ohne Ball zum Aufwärmen. Dann werden 5, 6 Dribblings oder Finten geübt. Dann kommen eben verschiedene Drills, um Pässe, Ballannahme, Schüsse und 1 gegen 1 Situationen zu trainieren, bevor sie das Ganze mit einem Match beenden, bei dem ein erfolgreiches Dribbling auch als ein geschossenes Tor zählt. Warum gibt es in diesem Fall also nicht nur Einschleifübungen, um die Technik zu verbessern? Wie bereits zu Beginn des Videos erwähnt, sind kroatische Jugendliche sehr gut mit dem Ball vertraut, vor allem diejenigen, die von Dynamo ausgewählt werden und dann also sehr viel Fußball spielen, sei es in Meisterschaftsspielen, bei den zahlreichen nationalen und internationalen Turnieren, an denen der Verein teilnimmt, oder sogar im Training, wo die U9 jede Woche viermal 1,5 Stunden verbringt. Man darf jedoch nicht vergessen, dass das Spielen für Kinder von grundlegender Bedeutung ist. Ohne Spiel würden viele sicher nicht mehr kommen und auch die Trainer müssen eigentlich Spaß haben. Der Verein achtet übrigens darauf, Trainer einzustellen, für die die Arbeit in der Akademie keinen Rückschritt in ihrer Karriere bedeutet. Jeder sollte sich zu 100% in die Tätigkeit, die er ausübt, einbringen können, weshalb das Training spielerisch und abwechslungsreich gestaltet wird. Und apropos Training, in der Beispielseinheit, die ich vorhin angeführt habe, ist euch sicher etwas aufgefallen. Die Wichtigkeit des Dribblings, das in zwei der vier erwähnten Teile mit besonderem Fokus bearbeitet wurde. Denn wenn die Kroaten als technisch begabte Spieler bekannt sind, liegt das sicherlich auch daran, dass Dinamo die Wichtigkeit des Dribblings im Fußball verstanden hat. Alles wird einfacher, wenn man einen Gegner austribbeln kann. Es ist also ein relativ gesonderter Aspekt im Entwicklungsprogramm des Vereins, da 1 gegen 1 Situationen in jeder Kategorie der Akademie von den U7 bis zur Reservemannschaft regelmäßig trainiert werden. So, das war's für mich schon. Zögere nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um sicherzustellen, dass du die zweite Folge dieser Miniserie über die Methodik der Akademie von Dinamo Zagreb und ähnliche Inhalte nicht verpasst. Und wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, mir ein Like zu geben, es mir in den Kommentaren mitzuteilen und das Video mit einem weiteren Fußball-Nerd zu teilen. Das würde mir wirklich sehr helfen, mehr als du glaubst. Ciao, ciao!